Leckermäuler. Kochen und genießen mit Wolfgang Mäuler. Präsentiert vom Asiamarkt Wing. Feine Kost aus Fernost in Kassel. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leckermäuler. Heute habe ich für euch mal einen Geflügelfond leicht asiatisch angehaucht vorbereitet und hier nun die Zutaten, die wir dafür benötigen. Das Geflügel klein, dann habe ich frischen Ingwer, eine Tomate, frischen Koriander, frisches Zitronengras, Knoblauch, eine Chilischote, Sojasauce, eine Gemüsezwiebel, Zucker, 1,5 Esslöffel und Salz. So, und nun geht's an die Verarbeitung der Zutaten für unseren Asia-Geflügelfond. Dieser Fond lässt sich übrigens sehr gut variieren und wird auch mit Sicherheit noch in einigen meiner Rezepte auftauchen. Man kann ihn auch sehr gut aufbewahren, zum Beispiel einfrieren oder auch in Gläser abfüllen, wie unsere Einmachgläser. Nun kommen wir zur Verarbeitung. Die ist auch für Ungeübte relativ einfach, wenn man ein paar kleine Kniffe beachtet. Wie zum Beispiel das Zitronengras sollte man an den Enden etwas einschneiden und klopfen, damit sich die Aromastoffe besser entfalten können. Von der Ingwerknolle habe ich etwa 80 Gramm abgeschnitten und ohne zu schälen einfach in größere Stücke zerteilt. Die Zutaten sollen ja lediglich ihren Geschmack abgeben an den Fond und werden für die weitere Verarbeitung nicht mehr verwendet. Falls Sie keinen Asia-Shop in Ihrer Nähe haben, machen Sie es wie ich und bestellen Sie die Zutaten im Internet beim Asiamarkt Wing. Die Knoblauchzehen und auch die Tomate habe ich nur einmal in der Mitte durchgeschnitten. Den frischen Koriander und die Chilischote habe ich im Ganzen zugegeben. Am Ende des Clips gibt es übrigens auch nochmal die Aufstellung der Zutaten und die Adresse vom Asiamarkt Wing. Die Gemüsezwiebel habe ich ohne zu schälen einfach einmal in der Mitte durchgeschnitten. Nun ran an den Herd, ran an den Topf. In den gut vorgeheizten Topf gebe ich ohne Fett die beiden halben Zwiebeln rein und gebe den Zucker dazu, damit das etwas karamellisiert. Das ist sehr wichtig, um später eine gute Farbe an den Fond zu bekommen. Nun den Topf gut im Auge behalten. Der Zucker soll karamellisieren, aber nicht verbrennen. Ganz wichtig. Wenn der Zucker karamellisiert ist, geben wir als erstes das Hühnerklein hinzu. Und wenn das Ganze dann richtig brutzelt im Topf, dann gießen wir 2,5 bis 3 Liter Wasser, kaltes Wasser hinein, um das Ganze abzulöschen. Sparsam salzen, nicht zu viel, sonst wird es zu salzig, weil der ganze Fond ja noch kräftig einkocht. Weiter geht's mit den frischen Zutaten, die wir nun in den Fond eingeben. Die Aufstellung der Zutaten, wie gesagt, gibt es am Ende des Clips nochmal. Das Ganze lassen wir nun für 1,5 Stunden sieden, aber nicht sprudelnd kochen.
Nachdem nun eine gute Stunde vergangen ist, kann ich die großen Teile mit dem Schaumlöffel aus dem Sud herausnehmen. Wenn ich diesen Sud nun durch ein Sieb gieße, dann ist er fertig, unser Asia-Geflügelfond. War doch gar nicht so schwer. Weiter geht es mit einer süß-sauer-scharfen Soße, die wir aus dem eben zubereiteten Fond herstellen werden. Die Zutaten hierfür gibt es ebenfalls am Ende des Clips. Die gewünschte Menge Fond in einen Topf abfüllen. Wenn der Fond heiß geworden ist, gebe ich nach und nach die gewünschten Zutaten hinzu. Da es sich hier um eine süß-sauer-scharfe Soße handelt, gebe ich sowohl Honig als auch Essig und Chili hinzu. Zum Binden der Soße gebe ich weißes Maismehl dazu. Selbstverständlich gibt es die Zutaten für die süß-sauer-scharfe Soße auch beim Asiamarkt Wing. Je nach Geschmack nun noch ein paar Sprossen und etwas Ananas hinzugeben. Wer möchte, kann nun noch etwas nachwürzen und abschmecken. Und fertig ist unsere Soße. Süß, sauer, scharf und war doch gar nicht so schwer. Da haben wir heute einen wunderbaren Geflügelfond hergestellt und gleichzeitig eine hervorragende, süß, sauer, scharfe asiatische Soße gezaubert. Die passt zu Fleisch, Fisch, Geflügel, zu fast allen asiatischen Gerichten. Je nach Geschmackslage. Lecker, lecker. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald in meiner nächsten Kochshow.